Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute soll es mal wieder um den Great Vault gehen, diesmal gleich mit zwei Chars. Und zwar war ich ein bisschen mit meinem Main und einem Magier unterwegs. Und ja, ich hatte jetzt nicht sonderlich viel gemacht. Ich war mit dem Main, habe ich mal angefangen, ein bisschen Solo-Shuffle zu machen. Gestern noch, bevor quasi ID-Reset war, ein paar Runden. Also das wird jetzt gar nicht angezeigt, ich habe es als Feral gemacht und nicht als Tank. Da müssten wir jetzt umspecken, aber naja, 1500 oder so bin ich, also jetzt nicht hoch. Ein paar Runden habe ich gemacht und zumindest ein, zwei Slots hier im Vault freizuschalten. Ich bräuchte nämlich jetzt ein bisschen PvP-Gear, weil ich jetzt halt mit dem ein bisschen PvP anfange und dann gucken wir mal, was wir Schönes drin haben. Wir hätten den Tierkopf drin, der wäre ja hochskaliert... Oder ist es dann? Doch, das müsste dann als PvP-Gear werden. Genau, 450. Oder die Schuhe. Das Ding ist, ich glaube, den Kopf ziehe ich vom Tierset gar nicht an, weil der keinen Versa drauf hat. Ne? Also ich glaube, den lassen wir lieber liegen. Und nehmen da jetzt eher hier das Item mit. Und zwar die Schuhe. Die haben nämlich Versa Tempo drauf. Und Tempo ist nicht schlecht. Versa Mastery wäre natürlich besser. Aber ja, das ist auf jeden Fall das Bessere von den beiden Items. Würde ich mal sagen, schnabulieren wir uns das schon mal. Und ist natürlich für mich wieder ein T-Mog-Teil mehr. Aktuell spiele ich halt mit meinem PvE-Gear und habe mir so ein paar von den blauen Items gekauft und ein paar Slots schon. Ne? Eri habe ich jetzt auch noch nicht so viel. Aber dann könnten wir die jetzt zum Beispiel schon austauschen. Die Schuhe. Die habe ich gestern nicht mehr verzaubert, war eigentlich ganz gut. Jetzt haben wir hier bessere Schuhe. Genau, ich hatte schon die Tempo Versa und jetzt habe ich quasi die auf 450 und die skalieren ja nur hoch auf 437 ist das. Naja, komm, tun wir gleich schon mal speichern und können die anderen Schuhe weghauen. Also die hier, die brauchen wir dann quasi nicht mehr. Und ja, wo ich auch noch unterwegs war, ist mein Magier und mit dem war ich im RBG unterwegs. Und da können wir jetzt eigentlich gleich mal rüber gucken, wo haben wir den? Hier ist der. Der hat jetzt auch noch nicht so Bombengear. Wobei, der hat tatsächlich schon mehr Gear als der Main. Ihr seht hier, also zumindest PvP-Gear, ne? Hier haben wir schon ein paar PvP-Teile an. Ich habe mir schon ein bisschen was gekauft von dem Zeug. Und ja, mit dem bin ich halt auch gerade dabei, das Elite-Gear zu farmen. Das bin ich jetzt 1700 irgendwas. Also bald sollten wir durch sein. 1800 musste ja, um quasi das Elite-Gear zu kriegen. Und jetzt gucken wir mal hier in den Vault rein. Vielleicht ist ja das ein oder andere dabei, was da noch ein Upgrade wäre. Okay, was haben wir? Warte, wir haben keinen einzigen Slot, wo ich Dings kriegen wird. T-Mog? Ah, oh Mann. Also, ob der Char jetzt krasses Gear hat oder nicht, ist mir jetzt nicht so wichtig. Ich sag's euch, wie es ist. Ich hätte T-Mog halt gebraucht und ich krieg jetzt keinen T-Mog. Das ist jetzt schon ein bisschen belastend. Also, ich könnte, wenn er einen Hals nehmen, einen Ring oder einen Trinket. Tja. Tja. Sag's, oder? Den Hals nehme ich mal nicht, weil da gibt es einen mit Tempo. Ring brauche ich eh einen mit Tempo und einen mit Ding. Ich würde fast das Trinket nehmen, ne? Dem spiele ich halt auf jeden Fall. Komm, ich nehme das Trinket-Scheiß drauf. Schade. Ich hätte lieber ein T-Mog-Item noch gekriegt, ne? Aber gut. Das hat mega Pech. Das sind drei Slots, die keinen T-Mog bringen und genau die kriege ich halt, ne? Hals, Ring und Trinket. Wait. Also man kann auch zweimal das Proc-Ding anziehen? Interesting, das wusste ich gar nicht, dass das geht. Aber ich will natürlich eine Insignie haben, dass ich aus einem CC rauskomme, wenn ich da mal blöd weg-CC'd werde, vor allem als Magier, bist du dann doch schnell mal weggeratzt, ne? Wenn du nicht aufpasst. Juti, das war es eigentlich schon, was jetzt im Vault drin war. Mit dem Magier bin ich ein bisschen enttäuscht, aber gut. Zumindest kann ich es ein bisschen brauchen, ne? Ist das Gear ein Ticken besser und ja. Juti, das war es eigentlich schon mit einem kleinen Opening-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne beim nächsten reinschauen. Und ja, schreibt mir gerne vielleicht auch in die Kommentare, was ihr so bekommen habt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Euer Chiller, bis zum nächsten Mal. Ciao.